Hi Freunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Bei Rich Piana fragt man sich ja, wie es möglich ist, dass ein Mensch so unfassbare Muskulatur aufbauen kann. Und ich finde aus meiner Sicht, die Muskulatur von Rich Piana, die sieht ganz anders aus als die von einem Arnold Schwarzenegger oder von einem Ronnie Coleman zu besten Zeiten, sondern Rich Piana sieht einfach fleischiger aus, voluminöser aus und das Ganze hat auch einen Grund. Und zwar Rich Piana, der gibt ja zu, dass er anabole Steroide verwendet, was auch in seiner körperlichen Form einfach klar ist, dass er da solche Sachen verwendet. Ich finde das ehrlich, weil es eben immer noch einige Leute gibt, die wissen überhaupt nicht Bescheid und glauben, dass das natural irgendwie möglich sein kann nach so und so vielen Jahren. Völliger Bullshit, natürlich verwendet er anabole Steroide, aber er gibt es auch zu und das finde ich einfach nur offen und sehr ehrlich. Auf der anderen Seite verwendet er mit Sicherheit auch noch etwas anderes, was ihm diese fleischigeren Muskeln beschert. Und zwar handelt es sich dabei um Synthol. Dieses Synthol ist ein Öl, das ist kein Anabolika, sondern ein sehr spezielles Öl, was in die Muskeln, zum Beispiel in den Bizeps, injiziert wird, also mit einer Spritze in die Muskulatur hineingebracht wird und dieses Öl verkappt sich mit den Muskelfasern, wird mit der Muskulatur eins und sorgt dafür, dass man größere Muskeln hat. Dieses Öl sorgt nicht dafür, dass die Muskeln irgendwie mehr Leistung bringen oder dass sie irgendwie stärker werden oder irgendwas. Ganz im Gegenteil, dieses Öl sorgt eigentlich nur dafür, dass man mehr Muskelvolumen bekommt. Die Beweglichkeit, sogar die Kraft kann dadurch darunter leiden. Es geht einfach ihm nur um größere Muskeln. Und ich vermute mal, dass er sich dieses Synthol unter ärztlicher Aufsicht wahrscheinlich von einem Arzt oder von einem Pseudoarzt, von einem Schönheitschirurgen oder von wem auch immer sich injizieren lässt. Es gibt natürlich auch einige Fälle, die sind ja auch bekannt geworden von dem Greg Valentino, dass man sowas auch selbst machen kann. Das ist aus meiner Sicht das Furchtbarste, was man machen kann. Aber ganz ehrlich, mittlerweile ist man natürlich gerade, was diese Schönheitschirurgie anbelangt, auch so weit, dass man sagt, man kann Muskelimplantate setzen, Wadenimplantate, wahrscheinlich beim Schwarzenegger der Fall gewesen, aber eben auch Muskeln sozusagen künstlich aufspritzen. Und dann sehen die Muskeln nicht klar und definiert aus, sondern eher fleischig und eben massig aus, voluminös aus. Und das ist beim Rich Piana aus meiner Sicht der Fall. Im Klartext heißt es, diese großen und fleischigen Muskeln sind nicht nur das Ergebnis von Anabolika oder einer extremen Massephase, wo man jeden Abend ein Ben & Jerry Eis isst, sondern diese fleischige Muskulatur ist das Ergebnis davon, dass dieses Öl Synthol noch extra in die Muskeln injiziert wird und dadurch die Muskeln eben größer, fleischiger und eben auch voluminöser erscheinen lässt. Aus meiner Sicht natürlich ganz klar nicht zu empfehlen. Ich rate niemanden anabole Steroide zu verwenden. Ich rate niemanden zu diesem Syntholöl. Vielleicht ist es in 10 oder 15 Jahren bei uns so, dass es ein ganz normaler Teil der Schönheitschirurgie ist. Man ist jetzt sehr zurückhaltend, weil man eben auch weiß, anders als ein Implantat, was sich wieder rausnehmen lässt, verkappt sich dieses Öl mit der Muskulatur und ist unwiederbringlich auf alle Zeiten mit der Muskulatur verschmolzen, verbunden und lässt sich da auch nicht mehr rausholen. Und was sich da dann entwickelt, das kann dir keiner sagen, da weiß keiner, wie sich das entwickelt, ob sich das irgendwann entzündet oder man weiß das nicht, man kann dazu nichts sagen. Langzeitstudien gibt es keine guten und ich bin auch sehr froh darüber, dass Syntholöl eben auch nicht gut verfügbar ist und auch nicht oft verwendet wird, denn von solchen Sachen rate ich euch natürlich ab. Alles klar, wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße, euer Simon.